Der SV Heimstetten feiert weiter. Nach dem Auswärtssieg beim Fürther Nachwuchs ließ der SVH im Abstiegskampf den nächsten Dreier folgen. Am Ende stand das denkbar knappste Ergebnis auf der Anzeigetafel. Doch den Heimstädtern war es egal. Sie schöpfen neue Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt. Dabei gehörte die erste Chance der Partie den Gästen. Julian Günther Schmidt verlangte Marian Kasnic im Heimstädter Tor eine Glanzparade ab. Viel passierte danach nicht. Unsere nächste Szene ist schon aus der zweiten Hälfte. Kurz nach der Pause flankte Seppi Welzmüller und nicht nur er forderte den Handelfmeter. Christoph Schmidt spielte weiter, seine Flanke schaffte es zum Abnehmer, Slaven Jokic brachte den Ball aber nicht an Christian Ortak vorbei. Die Entscheidung fiel dann nach diesem Foul. Marcel Ebeling legte sich den Ball zurecht und haute ihn aus gut und gerne 25 Metern in die Maschen. Das 1:0 für Heimstetten, wie auch in Fürth trifft Ebeling, sein 10. Saisontor. Kurz darauf Dominik Weiß mit der dicken Chance zum Ausgleich, doch Welzmüller und Kasnic passten auf. Heimstetten wurde danach nur noch durch Konter gefährlich, doch beließ es beim 1:0.